Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute um die Frage vom Toni aus Straubing geht. Der Toni lobt uns, und auch das tut er mal ganz gut in der Politik, für unsere Bundesratsinitiative zum Schutz des bayerischen Sinnes Erbes, die er wahrgenommen hat. Und er hat sich geärgert, so schreibt er mir das wörtlich, über die ein oder andere Medienberichterstattung dazu. Die tun ja gerade so, so schreibt der Toni, als ging es euch um den hinterletzten Misthaufen. Ich finde super, was ihr da gemacht habt. Erklär den Menschen doch mal, worum es da wirklich geht. Ja, lieber Toni, danke für diese Steilvorlage. Das mache ich natürlich gerne, weil es mir bei der Lektüre des Pressespiegels ganz ähnlich gegangen ist. Deshalb, worum geht es uns also wirklich bei diesem sensorischen Erbe, bei dieser Initiative zugunsten des bayerischen Sinneserbes? Bayern ist in der angenehmen Situation, und die Menschen, die hier leben, dass wir quasi dort leben dürfen, wo andere Urlaub machen, dass wir gewaltigen Zuzug Jahr um Jahr verzeichnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Toni, aber ich habe gerade, wenn man international unterwegs ist, immer mal wieder das Gefühl, die ganze Welt würde ganz gerne in Deutschland leben, und die allermeisten in Deutschland würden ganz gerne in Bayern leben. Und das zeigt sich auch in der Bevölkerungsentwicklung. Das führt dazu, dass wir in Bayern immer, immer mehr wachsen. Das führt allerdings auch zur ein oder anderen Herausforderung. Immer dann, wenn es besonders skurril wird, ist es auch Medienbericht erstattet. Beispielsweise dann, wenn Menschen, weil sie die besondere Lebensqualität in Bayern so schätzen, zu uns ziehen und sich anschließend dann über genau das, was Bayern ausmacht, beschweren, dagegen klagen, gegen den Hahn, der zu laut kräht, gegen die Kirchenglocken, die läuten, gegen den Geruch im bayerischen Landleben oder diese Dinge. Und genau dieser Debatte, auch diesem Auseinanderdriften von urbaneren städtischen Regionen und dem ländlichen Raum in Bayern, wollen wir einen Riegel vorschieben mit unserer Bundesratsinitiative, die sich anlehnt an das, was Frankreich, was Macron im letzten Jahr getan hat, wo es auf nationaler Ebene in Frankreich bereits eine ganz ähnliche Initiative zugunsten des sensorischen Erbes gegeben hat. Und so etwas bringen wir Freien Wähler jetzt auch für Bayern auf den Weg. Warum tun wir das? Weil wir fest davon überzeugt sind, dass das, was Bayern ausmacht, diese besondere Kombination ist aus Tradition auf der einen Seite und Fortschritt auf der anderen Seite. Es gibt ja, Toni, all diese Claims von Laptop und Lederhose, von Heimat und Hightech. Und wir Freien Wähler sind fest davon überzeugt, dass es genau das ist, was Bayern ausmacht. Einerseits diese reiche Tradition, die für die besondere Lebensqualität in unserer Heimat steht. Andererseits aber auch dieser Fortschrittsgedanke und die Idee, ja, dass dort, wo wir als Bayern sind, vorne ist, dass wir diejenigen sind, die auch bei Innovation, die bei gesellschaftlichem Wandel prägend vorangehen. Das zusammenzubringen und auszuschließen, dass unsere Tradition Zug um Zug unter die Räder gerät, dass sie ja gewissermaßen weggeklagt wird, das ist unser Ansinnen beim Sinneserbe. Und deshalb wollen wir im Bundesemissionsschutzgesetz das, was Bayern besonders ausmacht, also die Kirchenglocken, die Kuhglocken, den ländlichen Raum, die landestypischen Gerüche, die landestypischen Klänge, all das, was für Bayern steht und das Leben bei uns ausmacht, unter einen besonderen Schutz stellen, sodass das nicht bundesrechtlich beklagt und weggeklagt werden kann, sodass nicht in Zukunft immer weniger übrig bleibt von unserer so besonderen und so lebenswerten bayerischen Tradition, indem das auf dem Klageweg immer und immer mehr in Frage gestellt wird. Und darüber hinaus, ich habe es eingangs schon angedeutet, geht es uns natürlich auch darum, dass wir diese Konfliktlage, die man manchmal so wahrnimmt und die vom einen oder anderen auch in der Politik immer wieder herbeigeredet wird, zwischen Stadt und Land nicht gegeneinander ausspielen. Wir wollen nicht, dass der ländliche Raum in Bayern so eine Art Museum ist, ein Erholungsraum für die Städter, in dem man dann mal in den Ferien hinausfährt und wie durch ein Museum geht, sondern wir wollen, dass Bayern genauso lebens- und liebenswert bleibt, auch in den ländlichen Räumen, in den vielzähligen Regionen Bayerns, von Franken über Schwaben, Oberbayern ins Oberland, ins Allgäu, wie uns das am Herzen liegt und wie das Bayern in besonderem Maße ausmacht. Und dazu gehört eben auch das sensorische Erbe, das Sinneserbe, all das,
was Bayern so besonders macht. Und deshalb wollen wir es unter Schutz stellen und dem Beklagen des einen oder anderen, der Bayern gerne als Museum hätte und der nicht verstanden hat, worum es geht in unserer Heimat, einen Riegel vorschieben. Wir Freien Wähler sind fest davon überzeugt, dass das wichtig und richtig ist, gerade als Zuzugsregion, die aber auch einen besonderen Wert auf ihre besondere Tradition legt. Und deshalb, lieber Toni, diese Bundesratsinitiative, wie gesagt, angelehnt an das französische Modell, an die nationale Gesetzgebung in Frankreich, die wir jetzt hier im Bayerischen Landtag beantragt und auf den Weg gebracht haben und die dann als Idee von uns Freien Wählern in den Deutschen Bundestag geht, mit der Intention, im Bundesemissionsschutzgesetz dafür zu sorgen, dass das, was Bayern ausmacht, von niemandem in Berlin oder sonst irgendwo weggeklagt werden kann, damit Bayern Bayern bleibt und damit wir weiterhin für Fortschritt stehen, aber auch den Blick auf unsere Traditionen erhalten und das, was Bayern im Besonderen ausmacht, dass die besondere Lebensqualität in Bayern befördert, unter einen besonderen Schutz stellen. So viel, Toni, zu deiner Frage, verbunden mit dem Gedanken, mit dem Dank für die Gelegenheit, das noch einmal ausbuchstabieren zu dürfen. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht's wie immer, postet sie entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht's nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt, Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.